Bei dieser Simulation geht es darum, dass gezeigt werden soll, warum sich der Ballon ausdehnt. Im Grunde genommen gilt es zunächst mal, bevor man die Temperatur erhöht, darum zu klären, was denn dieser Schieber hier oben für eine Bedeutung hat. Er steht im Prinzip stellvertretend für die elastische Wand des Ballons und eine Ausdehnung oder dass es eben nach außen gedrückt wird, diese Wand kommt eben dadurch zustande, dass die Teilchen an die Wand dran stoßen. Wenn ich die Temperatur im rechten Bereich erhöhe, sieht man gleich, dass die Teilchen sich wesentlich schneller bewegen. Und der Schieber hier oben drauf bewegt sich mit der Zeit immer weiter nach oben. Da die Anzahl der Teilchen ja insgesamt in der Flasche gleich groß ist und sie auch wieder zurückkommen, sollte damit dann eigentlich klar sein, dass das größere Volumen beim Ballon, beziehungsweise eben das nach oben Schieben des Schiebers, durch die schnellere Geschwindigkeit der Teilchen zustande kommt, mit der sie oben an den Schieber eben dran stoßen. Und wenn ich die Temperatur wieder absenke und sich die Teilchen mit der Zeit abgekühlt haben, das heißt sich wieder langsamer bewegen, dann kehrt der Schieber auch auf die gleiche Position zurück, wie das hier beim linken ungeheizten Bereich der Fall ist. Also das Wesentliche ist hier die Geschwindigkeit der Teilchen, die die Ausdehnung bewirkt.